Guten Tag, ich begrüße euch zu RimWorld. Wir spielen gleich, reden mega gut weiter, den ganzen Kram, den wir die letzten Tage auch gespielt haben. Draußen geht die Welt unter, lasst euch davon nicht irritieren, wenn ihr live dabei seid. Lange haben wir nicht mehr. Beste, was ihr machen könnt, RimWorld gucken. Ich grüße dich, Lauscher, extra Tobi und ihr alle. Wollen wir loslegen? Ich setze mich auf den anderen Platz und dann geht's los, okay? Okay. Warum saß ich auf dem falschen Platz? Weil der René gerade noch hier war. Der hat die Rechner, die hier sind, neu gemacht. Weil viele Menschen an diesen Rechnern sind, ist es nun mal so in der Natur, dass die dann irgendwann nicht mehr funktionieren. Ich habe keine Ahnung, warum, aber René musste die neu machen. Und wir haben gerade diskutiert, ob er den Minecraft-Safe gesaved hat. Er war sich nicht ganz sicher. Gucken wir mal. So viel dazu. Ansonsten, Kisame ist auch da heute. Das finde ich gut. Blackbock. Montaiga, Rebecca, Rainer Chaos, Global Enemy, Windows halt. Ja, klar, das stimmt. Aber ich finde, Windows hat sich schon irgendwie verbessert. Das wird irgendwie mit der Zeit nicht mehr so langsam. Das Booten schon, finde ich. Aber das Windows selbst mache ich immer seltener neu. Manchmal sogar über ein Jahr lang, dass ich es drauf lasse. War früher mal anders, ne? Kennt ihr das noch? Ah, ist aber auch einfach ein Aufwand, den man nicht mehr tätigen will heutzutage, finde ich. Ach komm, lass uns über was anderes unterhalten. Über schönere Dinge, über Drogen und das Zerschneiden von Menschen. Start. Hui. Hier liegen sie, unsere Mahlzeiten. Wir essen Mensch mit Küken, gibt's heute. Als Beilage. Und davon haben wir eine ganze Menge. Außerdem haben wir verschiedene Arten von Drogen. Wie zum Beispiel hier Flake. Davon haben wir jetzt so viel, dass wir wahrscheinlich, wenn wir es zur Erde importieren würden, lebenslang hinter Gitter kommen würden. Je nachdem, welcher Staat uns gefangen nimmt, vielleicht sogar die Todesstrafe. Und, Oma! Ich hab gerade gesehen, mit Oma stimmt auch irgendwas nicht. Oma zündet wieder ein bisschen. Der zündet die Basis an. Oma, was soll das? Naja, wir haben ja festgestellt, wenn hier einer ein bisschen rumkugelt, ist das nicht so schlimm. Wir haben so viele Leute. Und wir haben einen neuen. Erinnert ihr ihn an... erinnert ihr euch an ihn? Hat aber auch einen Namen, der ist nicht einfach. Chiaua. Wir nennen ihn Chao. Chao. Unseren guten 91-jährigen, drogensüchtigen, dementen, impotenten Rentner. Nicht schlecht, oder? Er ist recht langsam, er kann eigentlich nichts mehr. Er kann gut gucken. Und sein Metabolismus funktioniert noch ganz gut. Ansonsten ist alles reduziert und schlecht. Was macht er als erstes? Ja, bring mal die Küken in den Kühlschrank. Wir hatten ja das Problem, nur Albert und Omar kümmern sich um die Tiere. Omar dreht gerade durch und Albert hat leider Priorität hier auf der Handwerkskunst. Deswegen und nur deswegen, nicht aufgrund irgendwelcher Fehlentscheidungen, die wir getroffen haben, sterben leider gerade diese Küken. Aufgrund von Unterernährung. Weil sich keiner um diese Küken gekümmert hat. Aber das hat uns auch einfach keiner gesagt, dass Küken so viel essen und so schnell. Naja, Linda baut die neue Krankenstation. Hier kann ja jemand gerne mal helfen. Und in der Küche ist einiges los. Omar, bist du eigentlich mal wieder... Ja, guck mal, Omar... Ist wieder normal. Vielleicht rettet er jetzt einen Küken. Aber Omar möchte lieber erstmal Leichen tragen. Warte mal, Omar. Tragen ist doch hier hinten. Wieso kümmerst du dich? Omar, weißt du was? Wir machen das mal so. Dann kann doch eigentlich nichts schief gehen. Das Ding ist, dass Omar sich leider nicht entschieden hat, die Küken zu füttern, sondern jetzt Lancelot zu trainieren. Und während Omar das macht, dreht ein Buffel... ein Mufflon durch. Tut mir leid, sprechen weiß ich nicht. Heute... Vielleicht soll ich es einfach lassen. Aber dieses kleine Mufflon hier, da haben wir keine Angst. Das Ding ist aber, dass wir...
Leute rausschicken, um die Leichen ranzukarren. Momentan ist keiner draußen. Vielleicht sollten wir uns doch aktiv kurz um das Mufflon kümmern. Hier oben stehen noch ein paar Leute parat. Egan oder Giggles? Wollen wir Giggles mit dem Messer aufs Mufflon losschicken oder Egan mit seiner Sniper? Ich schick mal Egan. Egan läuft los. Es ist zwar nicht wirklich effektiv mit der Sniper gegen so einen Büffel. Ich brauche mehr Kaffee, sagt's. Du hast vollkommen recht, ich habe erst einen getrunken. Easy, sagt das. Bin ich noch nicht zu gekommen, mir einen zweiten zu machen. Ich habe ein Saftgetränk. Ja, manchmal nehme ich auch Saft zu mir. Habe ich das erzählt, dass es letztens diese 3 Liter Saftkanister... Oh, der Büffel geht auf unseren Hund los. Warte, seht ihr das? Das ist nicht gut, oder? Warte mal, heißt Manhunter, dass er auch auf Hunde geht? Jetzt ist eh zu spät. Gucken wir mal. Oh, oh. Oh, oh. Shit. Wisst ihr was? Wir lassen ihn mal kurz in Ruhe. Ne, jetzt schießen wir wieder an. Habe ich euch das irgendwann diese 3 Liter Kanister gab mit Saft? Richtig schön, das war ein Karton. In dem Karton war so eine Folie. Wie nennt man die Dinger? Diese Folien. Weiß ich nicht. Und da war Saft drin und ich habe einen so ein 3 Liter Ding an einem Abend weggeballert und konnte nicht schlafen, weil wenn ich mich hingelegt habe, kam das wirklich und nicht übertrieben wieder raus. Wenn es horizontale und dann war wirklich schwierig. Guck mal, Lowery holt den Kram. Also denkt da dran, wenn ihr so einen richtig guten Deal abschließt und euch 3 Liter Saft holt in so einem Karton, gibt's ja auch Sangria in den Mengen. Nicht unbedingt auf einmal. Deep Drilling haben wir erforscht. Guck mal, das ist nicht schlecht. Da können wir bald Strom selber machen. Fehlt nur noch der Laser Steam Gesier Drill. Wisst ihr was? Den würde ich gerne erforschen, weil das bedeutet im Grunde unendlich Strom. Nee, also Tetrapack war das jetzt. Nee, das war kein Tetrapack. Ist ja auch im Grunde egal, von welcher Firma jetzt der Karton kam. Zack. Research. Wusstet ihr, dass Tetrapack heißt, weil früher der Pack, nachdem das benannt wurde, wirklich so dreieckig war? So, wie so eine Pyramide? Wusstet ihr, oder? Aber schon lange her. Gibt auch 5 Liter, sagt Saruman. Ui, okay, wo denn? 3 Liter Sangria kommt schon vor dem Schlafen wieder raus, sagt Rodan. Ja, kommt drauf an, wie man so im Training ist. Also, hier läuft's übrigens. Egan trägt die Leichen rein, das Mufflon ist tot. Und übrigens auch unsere Küken. Omar? Omar relaxed. Wie macht er das? Warte mal. Jetzt trainiert er Kalypso. Warte mal, kann ich Omar mal aktiv sagen, er soll sich hier... Oh nein, guck mal. Das Küken ist bewusstlos. Omar, komm, kümmere dich mal bitte um dieses bewusstlose Küken. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Oh, hat schon eine chronische Magenfehlfunktion. Shit. Kommt's auf die Welt und kriegst nichts zu essen. Nächste Welt hat mich denn eingeladen. Was ist das denn? Okay, gucken wir mal, ob Oma dieses Küken retten kann. Das ist so ein kleiner Anflug von Menschlichkeit in unserer Evil Wimworld Session. Dieses kleine Küken hier. Das machen wir aber auch wirklich nur aus Selbstsucht. Nicht, weil wir das Küken mögen, sondern weil es sich einfach nicht lohnt, das jetzt mit einem Biss zu mampfen. Wir wollen große Küken haben. Oder vielleicht eine Kükenarmee. Um Angst und Schrecken zu verbreiten. Jetzt bringt Omar dieses Küken auf unsere Kükenkrankenstation. Ah ja, Tetraeder heißt die Form. Danke, Axel. Wieso kümmert... Ich glaube, zu spät. Oh ja, zu spät, dass... ja, Küken ist. Leider. Miau, miau, miau. Denkt euch traurige Musik. Ich lasse mal das Bild hier kurz drauf. In Memoriam for the Chicken.
Mann, wir machen gerade Schweigeminute und dann kommt hier Lancelot rein oder Scarlett. Na egal. So, hier wird Liebe gemacht. Roboterliebe. Auf Drogen. Nee, nicht wirklich. Auf Drogenentzug. Nee, eigentlich weder noch. Er ist weder high noch auf Entzug. Also, es läuft ja so ganz gut. Ich würde gerne das gerne einmal überprüfen. Wie sieht das aus mit unserem... Ja, ja, okay. Omar, weißt du was? Ich mach mal wieder ganz kurz das zurück. Bringt ja eh nichts. Und wir beobachten Albert morgen früh, ob er sich weiter um die bionischen Körperteile kümmert. Was? Oh. Oh, oh, da ist das Spiel kurz gesprungen, weil es was geladen hat. Und wisst ihr, was es geladen hat? Ich wollte mich gerade um schöne Dinge kümmern. Und jetzt auf einmal... Hört ihr sie? Hört ihr sie kratzen? Aus dem Boden kommen sie. Und buddeln sich hier den Weg rein. Die Bugs sind da. Scheiße, okay. Wir haben schnell reagiert. Wang will sich gerade umziehen. Ist nicht. Wang, komm nach oben. Bug-Alarm. Und alle anderen? Bug-Alarm. Aufstehen. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie wir die verteidigen, weil das wird nicht einfach. Das wird wirklich nicht einfach. Ich würde sagen, wir locken sie hier raus und auf dem langen Gang machen wir sie platt. Hier haben wir ein bisschen Platz, Leute zu positionieren. Da kommen die Bugs. Oh, shit, da oben auch. Unsere Hunde. Shit. Was machen wir mit unseren Tieren? Ich weiß, was wir mit unseren Tieren machen. Wir sagen ihnen, geht bitte in die Chicken Area. Okay, hoffentlich klappt das noch. Schnell, lauft, lauft. Schnell! Wow! Das war mega knapp. Habt ihr das gesehen? Oh shit, das sind aber viele. Halleluja, okay. Leute, wir haben... Ist hier Starship Troopers jetzt gerade? Achtung. Also, pass auf, wie wir das machen. Die Leute mit den guten Knarren hier hinten hin. Ja. Du hast eine richtig gute Knarre, du stellst dich da hin. Du hast auch eine gute Knarre, du stellst dich da hin. Ihr seid erstmal unwichtig. Du hast einen Sniper. Vielleicht. Guck mal, Rivas kann gar nichts. Okay. Jetzt machen wir das folgendermaßen. Und zwar geht Lowry Granaten holen. Weil wir müssen die Bugs hier irgendwie herlocken. Die hängen da jetzt erstmal ab und buddeln random irgendwelche Wände an. Aber wir wollen ja, dass sie hier jetzt gleich rankommen. Aufpassen, dass sie jetzt nicht hier hingehen, dann geht unser Plan nicht auf. Lowry schnappt sich die Granaten. Danke, Lowry kommt zurück. Unser Rentner. Warte mal, du kannst doch gar nicht mal so schlecht schießen. Wie wär's, wenn du... Ich weiß nicht... Was ist die perfekte für einen impotenten, dementen, drogensüchtigen Rentner? Der ist noch gar nicht drogensüchtiger, aber das machen wir noch. Ich würde sagen, eine Shotgun, oder? Für möglichst viel Kollateralschaden. Alles klar, machen wir. Hol dir mal die. So, wo ist... Kommt wahrscheinlich gerade hoch, ja. Was machen die Bugs? Die verhalten sich noch ruhig. Unsere Gefangenen hier, ne? Das wird lustig. Brandgranatenwerfer, sagt Mivove. Du hast vollkommen recht. Ein Brandgranatenwerfer wäre eigentlich das Beste. Aber ich würde sie auch niederbrennen. Hätten wir unsere Basis nicht aus Holz gebaut? Versteht ihr? Das ist... Also ich hätte ja Lust, aber dann ist das Match vorbei. Wisst ihr was? Rocket Launcher ist auch nicht schlecht. Pass auf, wir haben ja die Zeit. Kann noch jemand sich den Rocket Launcher schnappen? Du nicht. Du hast Shooting 0, du hast Shooting 3. Ich habe Angst, hier in dem engen Gang, dass die Rocket, wenn nachher schießen die und treffen nicht und schießen hier an die Wand und bam, alle unsere Leute sind tot. Wisst ihr was? Aber das sind so viele Bugs, wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen den Rocket Launcher holen. Und zwar
Mach das. Lowry, geht noch mal zurück. Lowry, hol dir doch noch mal lieber den Rocket Launcher. Den Doomsday Rocket Launcher. Schmeiß die Granaten hier auf den Boden. Danke. Hol den Doomsday Rocket Launcher. Du holst die Granaten. Oh, der lahme Rentner. Ist das klug? Jemanden, der so langsam ist, Granaten, der kann ja selbst nicht weglaufen. Egal. Wir machen das jetzt erstmal. So, Lowry hat das Ding. Lowry, geh hier hin. Machen die Bugs. Oh ja, sie fangen schon an, Löcher zu buddeln hier. Weißt du was, Linda, kannst du mal kurz diese Mauer hier dekonstruieren? Danke. Unser Rentner geht hier hin. Und Lowry mit dem... Ja, du kommst ja schon. Alles gut. Oh, oh, okay, okay, okay. Es ist natürlich doof, wenn sie sich jetzt verteilen. Das wollen wir eigentlich nicht. Scheiße, jetzt seid ihr dichter dran. Ich will das hier von... Warte mal, können wir... Nee, wir können leider nicht. Wenn wir den Doomsday Rocket Launcher... hier jetzt reinhalten. Wir sehen ja, dass explosionstechnisch das nicht unbedingt das Effektivste ist. Ich würde gerne warten, bis die Leute... Wir warten noch ein Stück. Du gehst nochmal bitte hier in diese Position. Wang, wo willst du hin? Wang, geh hier hin. Okay, Granaten-Joe. Du kommst jetzt hier hin. Pass auf, jetzt wird's lustig. Schmeiß eine Granate. Okay, gar nicht schlecht. Versteck dich wieder. Geh hier hin. Das wird spannend. Pass auf, Leute. Okay, jetzt geht's los. Doomsday Rocket Launcher wird aktiviert. Ist das klug? Dann mache ich doch nur hier oben auf. Ha, ich weiß es nicht. Weil wir warten noch einen Moment, okay? Wir warten noch einen Moment. Sieht gar nicht schlecht aus, wenn wir das so... Wir können das so lassen. Wir lassen das mit dem Doomsday. Wir schicken jetzt unsere Messerleute hier hin, dass die hier vorne tanken. Der Typ mit den Granaten. Ich habe Angst, dass er die gleich hier vorne hinschmeißt. Schmeiß die mal lieber hier so, ja? Granaten, Johnny, geh mal zur Seite. Linda, rette mal Knight. Danke. Hier wieder hier hin. Leute, das macht Linda wieder alleine. Opa wirft. Achtung, sagt Axel. Das hat ganz gut funktioniert bis jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das... Ich dachte, wir brauchen den Launcher. Aber wir haben es im Griff. Ich würde sagen, jetzt einfach nur... Die machen unsere schönen... Die machen unser schönes Interieur kaputt. Macht nix. Die werden gerade böse, ne? Achtung. Ne, jetzt sind sie nicht mehr böse. Okay, Opa geht wieder und schmeißt eine Granate. Achtung, Kinder! Passt auf, ich komme und schmeiße
Achtung! Lauf weg! Oh shit! Herr Toni befreit! Probier's nochmal, Opi! Oh, die kommt gut! Oh ja, die kommt richtig gut! Opa, lauf! Oh ja, die Wand ist durch! Oh, das sind jetzt aber eine Menge. Schaffen wir das? Wieso schießen die Leute hier hinten nicht? Das verstehe ich nicht. Soll ich jetzt? Nee. Raketenwerfer, sagt ihr? Ich glaube, es ist schon zu spät. Ist schon zu spät. Die sind jetzt direkt, das ging zu schnell. Okay, wir tanken das. Zwei Leute tanken das. Opa geht nochmal in Position. Schmeißt eine Granate, aber bitte hier in die Richtung. Wo ist die Granate hingeflogen? Oh oh. Nein! Ach du Scheiße, hat die Opa gesehen? Shit, jetzt haben wir... Oh nein, das lief so gut. Nein! Lauf! Lauf! Das ist... Oh. Lauf! 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 Wieso lauft ihr nicht, ihr Vollidioten? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, es ist keiner gestorben. Und jetzt kommt die große Frage. Hier haben wir bleibende Schäden davon getragen. Die Leute standen direkt in der Granate. Also. Nein. Omar ist zwar komplett shredded und ganz knapp davor gewesen, seinen Arm und sein Bein zu verlieren. Aber alles gut. Er hat jetzt plötzlich auch eine Magenfehlfunktion. Ich weiß nicht warum, ob das jetzt dadurch kommt. Gucken wir weiter. Wang. Auch alles shredded, aber ganz knapp das Bein verloren. 1 von 30. Das gleiche gilt beim Arm. Auch kein Körperteil verloren. Wunderbar. Wie sieht's aus mit Giggles? Giggles. Auch kein Körperteil verloren in dieser Granatenexplosion. Wunderbar. Ich meine, so viele Körperteile, die funktionstüchtig sind, hat Giggles auch nicht mehr. Und Philipp lag hier auf dem Boden und hat... Ja, sein Bein verloren. Aber sonst nichts passiert. Och, scheiße, Lori wurde ins Auge gebissen. Das ist natürlich scheiße. Das wird bestimmt... Okay, Leute, wir haben einen mega krassen Angriff hier abgewehrt. Wer geht jetzt und zerstört die... Ist hier überhaupt... Guck mal, du Sniper, bist du doof? Haben wir gar keinen normalen Menschen mehr? Nur noch dich mit den Granaten, du gar nichts kannst. Linda! Linda ist noch normal. Oh, ein Bug ist noch da. Und kämpft gegen Toni. Jetzt haben wir es. Alle Leute bitte wieder ganz normal sein. Geht auf die Krankenstation. Albert. Wang. Egan. Linda, du müsstest vielleicht... Warte mal, Rivas, kannst du die Leute nicht retten, bevor du... Rette die Leute mal. Liegen hier bewusstlos, okay. Linda, bevor wir uns jetzt um die Kranken und so weiter kümmern. Toni übrigens stark angeschossen. Oh. Macht nix. Wie doll, da haben wir gar nicht geguckt, bluten die. 8 Stunden, das ist cool. Wie es um die anderen steht... Das interessiert mich auch nochmal. Aber Linda geht jetzt schnell die Hives kaputt machen und dann sind wir eigentlich cool. Oder? Habe ich was vergessen? Die essen erstmal. Guck mal, Albert blutet auch nicht besonders stark.
Gleiche gilt für Lowry. Hier ist alles gut. Die beiden Bewusstlosen. Um die müssen wir uns gleich mal kümmern. Okay, Philipp, du blutest äußerst stark. 3 Stunden hast du nur noch. Also, Egan, kannst du bitte mit deiner Medizinfähigkeit nichts? Lowry, wie schnell bist du? 99%. Okay, komm, Lowry, dann kümmere du dich bitte um den Typen, der gleich verblutet. Du hast Medical 9. Um Philipp. Danke. Albert, wie schnell bist du? Mega schnell. Vielleicht solltest du das machen. Albert, du machst das. Okay. Linda ist in Position. Schnell die Hives kaputt machen. Wir haben die Hives alle zerstört, wenn ich das richtig sehe. Also, Buggefahr gebannt. Wenn die jetzt nicht noch irgendwie aufstehen, weil sie sich regenerieren, ist alles gut. Linda, du bist wieder normal. Philipp wird verarztet. Jetzt schnell schauen, was mit ihm hier ist. Du blutest aus in... Giggles? 11 Stunden. Puh, okay. Einzige Gefahr, dass uns Philipp wegstirbt. Philipp, du hast noch 3 Stunden. Albert ist auf dem Weg. Ich glaube, wir haben's. Wir haben's. Kein Problem. 7 Stunden. Hast du Medic-mäßig irgendwas? Ach, unser Rentner kümmert sich jetzt um Giggles. Macht nix, alles gut. Was macht Linda eigentlich? Linda isst jetzt erstmal was. Wie war's? Braut schon wieder Drogen? Warte mal, du hattest was für ein Medic-Skill? 5. Kannst du nicht vielleicht irgendwie um jemanden kümmern? Das verstehe ich jetzt nicht. Keiner kümmert sich um Omar und wir haben jemanden wie Rivas, der eigentlich Doktor... Wieso ist denn hier Crafting 1? Und da passiert. Wieso ist überhaupt Crafting? Hier, wieso kochst du, wenn hier links Doktor eigentlich ist? Das hat doch höhere Priorität, wenn wir auf der linken Seite sind. Das verstehe ich manchmal nicht. Rivas, kümmere dich mal um Omar. Ich mache das mal hier manuell. Linda geht schlafen. Linda, kannst du dich um Van kümmern, bitte? Macht keiner freiwillig. Tony verblutet in 19 Stunden, alles gut. Unsere 3 Gefangenen. Nichts passiert. Alles gut. Wird verarztet. Philipp müsste über den Berg sein, jawohl. Unsere Hunde dürfen wieder rein. Rivas, kümmerst du dich um Toni? Albert, kümmerst du... Jemand müsste sich eigentlich mal um dich kümmern, ne? Egan, wieso schläfst du? Kannst du dich um Knight kümmern? Nee, kannst du nicht. Linda, hast du Wang schon verarztet? Ja, natürlich, du bist ja mega fix. Linda, jetzt nicht schlafen. Kümmer dich bitte um... ihn hier. Dann müssen nur noch 3 Leute verarztet werden. Knight, Lowry und Albert selbst. Albert scheint es nicht so schlecht zu gehen. Linda kümmert sich jetzt um Knight.
Giggles ist auch alles gut. Ja, so sieht's aus. Albert legt sich jetzt hin, wunderbar. Linda kümmert sich bitte um Lowery. Du bist so schön fix. Du verarztest 3 Leute in der gleichen Zeit wie unsere an. Oh, guck mal. Jetzt steht hier Rivas gegenüber diese Mega-Spiders aufgestanden. Ich hab Linda, du musst noch mal kurz. Mach die platt. Danke. Jetzt kümmere dich um Lowery. Und danach um Albert. Dann sind alle verarztet. Deswegen wollte ich die Krankenstation erweitern. Bevor du Albert bummst, Linda, kannst du ihn bitte kurz verarzten. Wobei, das hätten wir jetzt auch laufen lassen können, ne? Mit blauen Flecken auf dem Torso und einer geschredderten linken Hand. So schlimm ist das gar nicht. Verarztet. Reingelegt. Ich glaube, Albert ist auch... Ich glaube, der pennt schon tief. Da geht nichts mehr. Zu früh gefreut, Linda. So sieht unsere Basis gerade aus. Ein bisschen verbuggt. Nee, jetzt essen die Hunde das Gelee. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Wäre ganz gut, wenn ihr das reintragt. Hunde mampfen das Gelee. Das ist ja wirklich... Ja, aber so sieht's aus, Leute. Das sieht ganz gut aus. Wir müssen als erstes eigentlich hier wieder eine Tür einsetzen und dieses Gefängnis komplettieren. Dann sind wir eigentlich wieder... Ach, guck mal, hier geht's doch wieder weiter. Linda hat nicht nachgelassen. Albert muss ran. Ich spule mal ein kleines bisschen, weil unser Rentner hier unten gerade zu Tisch geht. Da passiert nicht viel. Lowery fängt an, schon sauber zu machen. Das ist ja wunderbar. Guck mal, wie schnell das geht. Das wird mega gut aussehen jetzt. Pass auf, das verfolgen wir noch mal ein bisschen. Das wird jetzt interessant. Die Bugs werden in den Kühlschrank getragen. Die Hunde tragen auch alles Mögliche, was sie kriegen können. Wang rennt hier schon rum, obwohl sie stark verletzt war. Kein Problem. Lowery macht hier schon sauber. Omar wird gefüttert. Ja, alles. Alles gut. Ich spule ein kleines bisschen. Die Hunde können gerne mal helfen, auch die Bugs in den Kühlschrank zu tragen. Das dürfen sie jetzt. Erlaubnis erteilt, den Kühlschrank zu betreten. Ist ja eh egal, sonst essen sie nämlich hier das leckere Insektengel, was ja tatsächlich unglaublich lecker ist. Ein bisschen eklig, aber trotzdem lecker. Aber sie fangen erst an, das Leder reinzutragen. Auch gut. Oh, jetzt fangen sie an, Bugs zu tragen. Okay. Ist nicht viel Platz im Kühlschrank, muss man mal sagen. Wenn irgendein Koch aufsteht, würde ich schnell mit dem Butchern loslegen. Okay, wir haben eine Infektion. Omar hat eine Infektion. Im linken Arm. Kein Problem. Er liegt in unserem legendären Krankenbett. Das sollte kein Problem machen, oder? Albert, hast du Lust? Du bist doch verarztet. Kümmere dich doch direkt mal um Omar.
Hat nämlich sonst keiner Lust gerade. Liegen alle im Bett. Sind wirklich... Oma, Albert, mach das kurz. Oma wird verarztet. Infektion, kein Problem. Hier die Krankenstation ein bisschen sauber machen. Oder auch nicht. Einfach nur den Flur. Diese letzte Granate, ne? Wieso hat er die geworfen? Albert geht auch schlafen. Linda verarztet wen? Ach so, das Rapid Aging hat Aufmerksamkeit benötigt. Linda füttert Toni. Knight ist hier draußen ein bisschen. Ich verstehe nicht, warum Knight hier draußen rumläuft. Wir haben eine neue Infektion. Wer ist jetzt dran? Philipp. Und zwar im rechten Bein. Kein Problem. Wer ist wach? Linda, bitte kurz Philipp machen, ja? Nicht essen jetzt. Gut. Fütter ihn. Okay. Albert hat anscheinend das bionische Ohr fertiggestellt. Das fortgeschrittene bionische Ohr. Das ist ja schön. Hier brauchen wir noch diesen super Spezialstoff. Aber Albert, wenn die Leute jetzt nicht gerade die ganzen Krankenbecken belegen würden, würde ich dir jetzt das neue bionische Ohr antackern. Muss jetzt leider noch ein bisschen warten. Aber wir haben es im Blick hier. Alles gut. Schaut her. Wir stellen weiter Drogen her. Gegessen. Wang hat jetzt richtig Hunger. Wo ist Wang? Ah, hier oben. Kommt jetzt in die Küche. Ist ja verarztet. Macht soweit kein Problem, sofern sie sich jetzt nicht noch eine Infektion zuzieht. Lodi, es wäre echt mega klug gewesen, hättest du zuerst die Krankenstation sauber gemacht, ne? Weißt du das? Offensichtlich nicht. Neue Krankenbetten werden geordert. Bisschen Licht. Hier brauchen wir Strom. Mehr Strom. Hier das Licht, da das Licht. Ja, also Leute, wir gucken uns das mal ein bisschen an, weil wirklich sehr viel zu tun ist. Ich nehme einen Schluck, wir gucken auch mal in den Chat. Easy hat ein Problem mit Opa. Wegen dem Granatenwurf. Ich fand es sehr unterhaltsam und ich glaube, die Leute in der Basis nehmen mir das auch nicht übel. Sagen, ach, typisch Opa. Ah, liegen sie in der Krankenstation. Es hat auch wirklich nur einer einen Körperteil verloren. So schlimm war das gar nicht. Wir wollten doch hier... Rivas, kannst du jetzt mal butchern? Rivas butchert. Danke. Bulk Goods Trader. Da würde ich gerne Philipp mal Nee, warte mal. Unser Opa war doch auch mega sozial. Den mag ja jeder. Und der kann ja sonst nicht viel. Ja, guck mal. Opa geht jetzt mit dem Bulk Goods Trader reden. Vielleicht kriegen wir da unser Hyper Shred Weave oder wie das Zeug heißt. Oma dreht gerade ein bisschen durch. Ist zwar bewaffnet, aber ich hab keine Angst. Ihr hört hier den Butcher die ganze Zeit im Hintergrund butchern. Was macht Oma da? Wo gehst du hin? Wo stellst... Ach so, du kotzt jetzt erstmal in Gang. Ja. Okay. Hühner, Hunde, Enten, Bullen.
Schokolade, Insektenfleisch. Wir könnten Insektenfleisch verkaufen, aber warum? Schmeckt doch. Wir hatten mal gesagt, dass wir Kibbles daraus herstellen. Lassen wir das mal. Human Meat. Meat. Gem Fuel. Komponenten haben wir nur noch 34. Wo jetzt hier, es könnte Super Thread Zeug sein. Gucken wir mal. Nee, das ist alles unser Kram. Die selber handeln nur mit Cloth. Nee, mit Spiders. Doch, mit Cloth und Ferret Silk. Wir haben selber gar nicht viel. Das ist alles unser Kram. Wir haben sehr viel Menschenleder. Das brauchen wir aber auch, ist klar. Was wir nicht brauchen, ist sowas wie Kamelleder, Blue Fur, Light Leather, Bird Skin, Wolf Skin, Giant Spider Chitin, Heavy Spear, Sauropoden. Wir machen alles mit Menschenleder. Und wir können hier unser Flake verkaufen. Wir haben 161 Flake, das nehmen die uns für 8 ab. Das ist ein guter Preis, oder? Das können die sich gar nicht leisten. Wir verkaufen mal. Darf ich da keine Zahlen ein... So, heute nicht. Darf da keine Zahlen eintippen gerade. Mach ich das von Hand? Ihr seht ja, die haben nur 2300 Krediteinheiten, deswegen können wir nicht unser ganzes Flake verkaufen, oder doch? Fast. Ein bisschen Jajo lassen wir noch da und der Rest sieht gut aus. Ja, alles top. Ach, wir haben hier noch ein dreckiges T-Shirt. Und okay. 2000 Schleifen gemacht hier. Da kommen sie an. Ein ganzer Haufen Silber. Bam. Und wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem... Wir haben noch diesen Pacifier konstruiert. Ist der schon fertig? Was ist denn da draus geworden? Ich sehe ihn jetzt nicht auf Anhieb. Gucken wir später mal. Wir hatten noch einen konstruiert hier. Ja, der ist auch fertig. Der sah ja aus wie ein Messer, ne? Warte mal. Da ist er. Das ist unser Orion Core Pacifier. Das dürfen wir nicht vergessen. Übrigens hier eine schöne Skulptur, die kommt ins Zimmer von... Ihm hier. Haben wir noch eine? Gerade nicht. Okay, wir gucken weiter, weil wirklich so viel passiert. Omar verprügelt gerade das Zimmer von sich selbst. Lowry macht die Gefangenen. Räume sauber. Wo ist Linda? Linda füttert. Okay. Ich lasse es mal weiterlaufen. Knight streunert hier rum. Ich würde es ganz gut finden, wenn jemand Knight mal wieder in seine Zelle bringen würde. Oma. Gut langsam. Rivas hört auf. Ach nee, Rivas fängt jetzt an, schon die Bugs von draußen zu holen und sie direkt zu schlachten. Das gefällt mir, weil das sieht natürlich unglaublich hässlich aus. Das sehen wir auch, wenn wir hier raufklicken. Hier gibt es mega Minus. Minus 50, weil hier die Bugs rumliegen. Das wollen wir mal schnell wegräumen. Und stellen dann einmal ein, dass die Kibbles bitte nur noch aus Heu und... Insektenfleisch gemacht werden. Human Meat, das lassen wir nur für unsere Leute, okay? Wir haben jetzt nämlich wirklich genug Insektenfleisch. Das muss alles weg. Ich würde die Kibbles vielleicht auch mal kurz
wieder, dass es wegkommt. Lowry ballert sich mit Psychite zu, aber mit Tee. Habt ihr das gesehen? Die trinkt nur Tee. Drogentee. Macht auch so ein bisschen High. Aber kein Problem. Die Wechseljahre haben begonnen. Da fällt einem halt auch nicht mehr nichts anderes mehr ein dann, was man machen könnte. Wang ist hingegen fleißig und läuft jetzt ein bisschen ziellos durch unsere Forschungsstation. Alles gut. Hier werden die Bugs kaputt gemacht. Das läuft so. Pass auf, ich lasse es laufen. Ich wollte eigentlich in den Chat gucken, bevor ich abgelenkt wurde. Einmal noch ein Check, wo ist Linda? Linda baut gerade ein Krankenbett. Wunderbar, guck mal. Sieht gut aus. So, ich lasse das mal so, dass wir das alles sehen können. Was sagt der Chat dazu? Zu wenig Platz in meinem Kühlschrank, sagt Dr. Obi Kenobi. Ja, jetzt gerade, das erste Mal ist unser Kühlschrank voll, Obi. Also, ne? Kühlschrank größer machen. Also ich finde den Kühlschrank, ja, könnte man größer machen, aber dann brauchen wir auch wieder mehr Kühlung. Und ich bin tatsächlich mit am meisten stolz auf unseren Energieverbrauch, dass wir so einen niedrigen Fußabdruck hier machen. Kühlung ist halt wirklich sehr, sehr stromintensiv. Wir erforschen ja tatsächlich gerade hier unseren Laser-Steam Gesierdrill und dann haben wir unendlich Strom und dann mache ich auch, was ihr wollt. Unser neues Krankenbett ist übrigens exzellent. Bessere Wände. Oh, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn das so schön brennbar ist. Außerdem ist das auch einfach, es hat was Rustikales. Aufräumen reicht, sagt Kevin. Waffen wieder ausrüsten, ja, das könnte man machen. Eine Luftschleuse für den Kühlschrank. Kann man machen. Ist ein bisschen Overkill, finde ich. Tut nicht unbedingt Not. Also, die meiste Temperatur verlieren wir ja über... Wir haben eine großflächige... Außenwand im Vergleich zu unserer Fläche. Wir sind ja nicht quadratisch. Ich glaube, dann hätten wir wahrscheinlich den besten... wenn wir am effizientesten... Aber so schlimm ist das auch nicht. Also, ich meine, guck dir die Temperatur an. Das bedarf jetzt eigentlich wirklich keine Aufmerksamkeit. Wir haben hier 7 Grad drin. Jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, fällt es kurz auf minus 6 Grad und ist eine halbe Sekunde später auf minus 7. Also da jetzt eine Luftschleuse für einzubauen. Pff, bisschen too much. Oh, Blight. Alles klar, das ist gefährlich. Wisst ihr was? Da können wir nichts gegen machen. Das ist eh so. Wir ernten das alles weg. Jetzt keine Lust, das alles einzeln. Zack, Noternte. Und hier auch. Alles wegernten. Okay. Jetzt verkommen uns so ein bisschen unsere Pflanzen. Aber das ist nicht schlimm. Wir sind gut ausgerüstet. Das tangiert uns gar nicht richtig. Gucken wir weiter hier. Ich wollte den Chat. Automatische Türen, sagt Moria 79. Das ist eine gute Idee. Automatische Türen zum Beispiel... in dem Kühlschrank würde ich bevorzugen gegenüber einer Luftschleuse. Natürlich könnte man eine Luftschleuse mit 2 automatischen Türen machen, das wäre das höchste der Gefühle. Aber das können wir mal machen demnächst, ja, auf jeden Fall. Die Leichen kann man hinten im Kühlschrank liegen lassen, fragt gerade Nils Flüger. Kann man machen. Aber das ist mir fast zu viel Micromanagement. Die werden ja jetzt eh geschlachtet und dann ist gut. Wir haben den Auftrag erteilt. Rivas geht nur leider gerade wohin? Ach nee, Rivas ist ja dabei am Butchern. Er butchert jetzt alle weg. Ne, er macht da jetzt auch keinen Unterschied zwischen Insekten oder Menschen. Er nimmt einfach das, was am dichtesten dran ist, beziehungsweise was am schnellsten zu erreichen ist. Und das sind für ihn gerade die Insekten, die hier liegen. Und das finde ich auch eine gute Idee, weil wir ja gesagt haben, die sind auch mega hässlich hier im Flur. Okay? Deswegen lassen wir das mal seinen Gang nehmen. Warum da Stroh liegt, ist eine gute Frage. Den alten Gag habe ich verstanden. Aber ich beantworte trotzdem gerne, natürlich für unsere Kibbles. Autotüren überall, wo viel Verkehr ist. Ja, können wir dann machen, wirklich. Also Autotüren ist so ein Ding, das ist auch ein Luxusteil. Das ist so ähnlich wie
automatische Fensterheber im Auto. Ist mega cool, aber die alten Drehteile haben es früher auch gebracht. Und ganz ehrlich, die sind nicht kaputt gegangen, so wie meins an der rechten, an der Beifahrertür. Nur weil die Scheiben vereist sind, darf man die jetzt nicht mehr aufmachen oder was? Da geht das sofort kaputt. So ein Mist. Kleine Exkursion. Aber Tipp an euch, wenn die Scheiben vereist sind, lass sie zu und machen die nicht mit dem elektrischen Fensterheber auf. Dann geht die kaputt. Hättet ihr das gedacht? Biobein für Philipp, ja. Machen wir demnächst. Manhunter Pack, okay, ich muss kurz aufpassen. Ein Pack, das heißt, das sind eine ganze Menge. Das sind Magyarosaurier. Die sehen sehr freundlich aus, muss ich sagen. Aber auch irgendwie lecker, oder? Wen schicken wir da hin? Linda? Linda, komm. Wir haben Linda. Linda ist quasi unsere Joker-Karte. Die kann fast jedes Problem lösen. Und Linda düst mit erhöhter Geschwindigkeit von 176%. Das ist so wie der Terminator bei Terminator 2. Wo sie mit dem Auto flüchten und er kommt hinterhergelaufen da mit seinen Metallhänden. Genauso läuft Linda jetzt auch dann immer dahin. Und die halten aber was aus, ne? Diese Waffe ist wirklich, ich habe die noch nie gehabt. OC Defense Rifle, glaube ich. Oder die wurde irgendwie gebufft oder was weiß ich. Die ist mega Hammer. Also der macht ja wirklich normalerweise so ein, das Bug-Ding von eben. Eigentlich wäre unsere Basis tot. Hätte Linda nicht diese Knarre gehabt, wäre unsere Basis schon am Ende gewesen. So, heb mal die Dinos auf. Bring die mal rein. Hier liegt ein Chipmunk. Brauchen wir nicht. Gucken wir wieder hier. Wieso bringt keiner... Ach so, weil kein Platz mehr im Kühlschrank ist. Macht nix. Da wird gleich Platz sein, wenn wir die Leichen hier gebutschert haben. Unterdessen geht Linda wieder ins Bett und... Ja, was die da machen, liegt vollkommen in eurer Fantasie. Immer wieder hier die schöne Vogelperspektive. Jetzt ist der Kühlschrank aber echt voll. Ja, nee, warte, komm, wenn das alles gebutschert wird, dann passt das da gerade rein. Mein Problem ist, ich will den... Guck mal, den Kühlschrank können wir jetzt nur noch hier nach Osten quasi erweitern. Und das ist ja das, was ich gerade meinte. Denn hätten wir das Verhältnis von unserer Kühlschrankfläche zu unserer Kühlschrankwandfläche wäre dann ziemlich oft. Das heißt, wir würden ziemlich... Das wäre nicht effektiv. Das wäre kein A++-Kühlschrank dann mehr. Das Doofe ist, dass dieser geothermale Generator hier direkt neben steht. Hier würde ich am liebsten das Ganze erweitern. Problem ist, geht nicht. Ist der Geothermalgenerator. Ich kann da jetzt auch kein Dach zimmern. Der Geothermalgenerator, der produziert unglaublich viel Wärme. Was mega dumm ist, direkt neben einem Kühlschrank. Aber ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Wir werden... Wisst ihr was? Nee. Oder doch? Wir können rein theoretisch den Kühlschrank... hier auf die andere Seite legen. Hier hin. Können die Küche ein bisschen umbauen wieder. Das könnte man machen. Wollen wir das? Ihr wollt unbedingt den Kühlschrank, ja? Bionic noch Ass Frieza raus, was meinst du? Die Körperteile oder was meinst du mit Bionic? Nee, die bleiben im Freezer, sonst gehen die kaputt. Oder gehen die Bionics nicht kaputt? Bionics müssen nicht gekühlt werden. Ach so, okay. Also, soll ich die Bionics und was noch? Ihr sagtet noch was? Ja, die Medizin wäre dann auch näher an der Krankenstation, ne? Okay, ihr wollt unbedingt den Kühlschrank rüber haben, dann machen wir das. Das sind Maschinenteile, die verderben nicht. Ja, ist da nicht auch ein bisschen... Na gut, wenn ihr das sagt, dann verderben die nicht. Dann machen wir das.
Aber brauchen wir auch nicht, wenn wir den Kühlschrank rüberziehen. Mir gefällt der Raum hier, also... Das ist erstmal unser Basisbauraum hier, das ist alles gut. Ich ziehe hier eine Wand. Ja, wir ziehen hier... Brauchen wir noch Platz für spätere Projekte hier? Nicht wirklich. Ich ziehe hier die Wand. Nee, ich ziehe hier die... Wie groß soll der? Der soll wahrscheinlich schon ein bisschen groß sein, ne? Komm, wir ziehen hier die Wand. Dann stellen wir eine Auto... Haben wir Autodoors schon erforscht? Kurz Autodoors erforschen. Setzen wir da eine Autodoor rein. Ach ja, warum ich Kühlschränke ungern umlege, ist natürlich die Tatsache, dass sich die, die Luftconditioner hier, wie heißen die Teile? Die Kühlaggregate, die Kühleinheiten, die lassen sich nicht verlegen. Die kann ich jetzt nur dekonstruieren und neu aufbauen. Dadurch verlieren wir ein bisschen Ressourcen. Die sind nicht so günstig. Kosten 3 Komponenten. Aber egal, machen wir. So schlimm ist es auch nicht. Wo ist denn Linda, dass sie sich bald mal darum kümmert? Die fördert immer noch die Leute. Was wir machen könnten, ist eine... Warte mal, was ist los? Giggles gave up? Giggles has given up on this community. She's decided to leave. Das hatten wir doch schon mal, das gibt's doch nicht. Giggles will abhauen. Bist du dumm? Giggles ist gut ausgerüstet. Kann sich ganz gut prügeln. Wollen wir Giggles ziehen lassen? Nee, oder? Wisst ihr was? Wenn sich Giggles gegen uns stellt, dann stellt sich Giggles halt gegen uns. Und wer sich gegen uns stellt, der wird schon sehen, was er davon hat, oder? Also, würde ich sagen, Opa und Albert ziehen noch kurz ihr Zeug durch und dann gehen sie auf Giggles. Ach, Giggles kommt sogar vorbei. Oh, shit. Opa ist bewusstlos geworden, weil er zu viel gekifft hat. Dann muss Albert das machen. Albert, wie gut bist du in Prügeln? Ist okay. Albert? Arrest Giggles. Das musst du nicht unbedingt alleine machen. Rivas hilft dir. Oder Wang. Nee. Albert, mach das mal und Wang guckt zu. Ach, hat so funktioniert. Giggles hat sich komplett ohne Gegenwehr dem Schicksal ergeben. Kann jemand Opa aufheben? Der liegt bekifft im Esszimmer und kommt nicht mehr hoch. Ach, Scarlett hat auch keine Lust. Die trägt lieber das Essen rein als Opa. Wo ist unser... Ach, guck mal, Giggles ist jetzt gefangen. Was machen wir denn jetzt mit Giggles? Ihr habt jetzt die Wahl und eine Werbung lang Zeit, euch Gedanken zu machen, was wir mit Giggles machen. Ich mache mir einen Kaffee und dann gucken wir, ob wir Giggles überhaupt wieder in unsere Kolonie aufnehmen. Denn nach so einer Aktion weiß ich nicht, ob sie es verdient hat. Sie ist 70 Jahre alt, kann nicht mehr hören, kann nicht mehr gucken und will ganz alleine durchs Leben stopfen. Impotent ist sie auch noch. Gucken wir mal. Also, ich würde sagen, ich mache auf Pause. Wir gehen in die Werbung und dann geht's gleich weiter. Super Ideen hattet ihr. Beste ist einfach, Giggles muss in der Donnerkuppel um ihr Schicksal kämpfen. Wie machen wir das? Wir lassen Giggles gegen den anderen Gefangenen kämpfen. Wenn Giggles verliert, reißen wir ihr die Organe raus und essen sie. Wenn Giggles gewinnt,
darf sie nochmal kämpfen. So sind die Regeln. Weiter geht's. Giggles, du Schwein. Da liegst du. Also wir warten mal, bis Giggles wieder ein bisschen geheilt ist. Damit wir auch möglichst viel aus ihr rauskriegen. Das muss sich ja jetzt lohnen. Wieso werden hier... Wen trägst du denn hier? Ach so, der Hund trägt Opa in die Krankenstation. Ah, okay. Das Gute ist, seht ihr, wie Opa sich schon angepasst hat, vom Gier her. Auch nur noch direkt Menschenleder-Duster, Menschenleder-Hosen und Menschenleder-Cowboy-Hat. Hat sich direkt unserem Dress angepasst. Das gefällt mir. Fügt sich gut ein. Also, wobei, wer hat gesagt, dass die... Oh, guck mal, Linda baut das Ding hier fertig. Linda, warte, kannst du das Teil erstmal dekonstruieren? Dann baust du das nämlich mit fertig. Wer hat denn gesagt, dass wir erst Giggles heilen lassen? Das macht ja auch keinen Sinn. Das ist ja unfair. Wieso? Das hat sie doch gar nicht verdient. Wie wäre es, wenn wir Giggles... Heute Giggles gegen... unseren Neuankömmling... Nee, wer ist am längsten da? Eigentlich ist es egal. Giggles gegen Rocaine, die ein bisschen ein Nierenproblem hat. Oder Tony mit dem schlimmen Rücken und dem abgeschossenen rechten Daumen. Oder Knight mit dem fehlenden linken Lungenflügel, den zerstörten rechten... Komm, wir nehmen Knight, dann hat Giggles wirklich eine Chance. Giggles gegen Knight mit einem Bein. Brawl! Okay, los geht's. Und seht ihr, es ist keiner mehr verletzt von unseren Leuten. Ja, aber mal ganz ehrlich, das ist kein großer Verlust dann, wenn wir Giggles... Was machen wir? Linda, was machst du? Ach, okay. Eine Kiffrunde. Die Leute gehen schon los. Rivas trägt schon Neid zu seinem Schicksal in die Donnerkuppel hier draußen im Matsch. Die versammeln sich, um den Kampf der Gefangenen zu beobachten. Die Laune ist nämlich... Eigentlich ist die Laune ziemlich gut. Egan freut sich besonders auf den Kampf hier. Oma auch. Philipp kriecht. Ah ja, Philipp ist halt jetzt auch echt. Mal, wie viel Prozent Philipp haben wir eigentlich noch? Warte mal, Tony geht berserk. Tony geht hier oben berserk. Warte, das müssen wir... Interessiert gar keinen, dass Tony berserk geht, mal wieder. Also, wir wollten Philipp gucken. Philipp. Hat noch 75 Fleisch in sich. Haben wir jetzt im Vergleich jemanden, der noch alle Körperteile hat? Ja, Egan. Egan hat noch 90 Fleisch. Kann mir das jemand prozentual kurz ausrechnen? Das sind ja, was ist das? So zwischen 15 und 20 Prozent weniger Körpermasse, die Philipp nur noch besitzt. Er ist 15 bis 20 Prozent weniger Mensch als alle anderen. Das ist auf jeden Fall eine Legitimation für Diskriminierung. Hier bei uns. Schauen wir uns aber erst den Menschenkampf an. Giggles gegen Knight. Los geht's. Giggles. Die Kollaborateurin mit schlechtem Augenlicht und schlechten Ohren gegen den einbeinigen Knight. Giggles hat verloren!
Im ersten Kampf. 83%, sagt Lavard. 16,6 verloren, sagen Jenny und Schmolle. Weniger Mensch. Danke für diese Info. Ja, aber guck mal, was heißt denn das jetzt für Giggles? Das ist ja natürlich denn ein... Oh, Linda lässt Giggles auf dem Boden liegen, weil sie Angst vor Toni hat. Das muss doch nicht sein. Naja, komm, Giggles kann auch auf dem Boden liegen. Sie hat es nichts anderes verdient. Wir legen Giggles erstmal auf den Boden. Ihr hat fast ihren linken Arm verloren. Durch dieses Granatending, ne? Wer hat Geburtstag? Oh, Rokane hat Geburtstag. Das ist ja mega gut. Was schenken wir Rokane zum Geburtstag? Ganz ehrlich, was schenken wir Rokane? Boah, Rokane kriegt... Wir schenken Rokane... ein neues Geschlechtsorgan, ein Bier, Drogen, gibt's irgendwas, was du brauchst? Du brauchst eigentlich eine Niere. Naja, so gut kennen wir uns auch nicht. Bier und Drogen, oder? Sagt jetzt auch gerade Easy. Luciferium kann man ihm reinballern. Wollen wir das machen? Wir machen das. Du kriegst erstmal, wir machen das so. Du kriegst ein Bier zum Geburtstag. Du kriegst Flake. Und danach noch Luciferium. Luciferium ist äußerst gefährlich. Das hat noch niemand in dieser Kolonie zu sich genommen. Es verändert dramatisch die Körperfunktion in allen Belangen. Es kann sogar Brain Damage heilen über Zeit. Das Problem ist, dass man es einmal pro Woche dann nehmen muss, wenn man süchtig ist. Und wenn man das nicht tut, dann, ja, dann gibt es Rages und eventuell sogar den Tod. Nach der ersten Dosis geht's nicht mehr zurück. In den Herbworlds nennt man Luciferium übrigens den Teufelshandel. Und ja, das wird interessant. Da kriegt Rokane sein Bierchen. Ah, da wird ihm schön warm ums Herz. Freut er sich. Oh, wie schön. Denn kriegt er noch ein bisschen Flake. Was sagt er dazu? Ist High on Flake, mag er sehr gerne. So, wer kümmert sich jetzt um das finale Hauptgeschenk? Das macht Linda. Nee, Linda geht vorbei. Linda holt Medizin. Für wen? Linda will Giggles verarzten. Na gut, wenn du meinst. Keiner kümmert sich um das Hauptgeschenk. Macht nichts. Wir geben ihm noch ein bisschen Zeit. Toni ist übrigens wieder normal. Wieso wird Rokane... Ach so, wegen ihrem Rapid Aging. Tonis Berserk ist vorbei. Opa kann wieder laufen. Nach seiner exzessiven Überkiffung. Wird er gefüttert. Wir gucken uns das nochmal an. Sehr gut.
Und jetzt holt Rivas das Luziferium. Holt. Geht zurück. Das, mal gucken, wie sich das äußert. Schauen wir mal. Die Körperfunktion sehen wir zur Linken. Und... Ruken geht's richtig gut. Hat jetzt Luziferium-Input. Kann mega gut gucken, atmen. Blutfiltration. Und Blutdruck verbessert. Insgesamt der Metabolismus. Auf 120%. Problem, jetzt gerade schon Alzheimer gekriegt. Dadurch. Leichtes Alzheimer-Nebeneffekt. Ja, aber lassen wir doch sie das genießen. Rokane, bist du eine Frau? Nee, du bist ein Typ. Ein 71-jähriger, super schnell alternder Typ. High auf Flake und Luziferium. Bisschen angetrunken, impotent mit Alzheimer und einer leichten Nierenfehlfunktion. Ja, gibt Schlimmeres. So, ey, wir haben wirklich sehr viel, was gerade abgeht. Jetzt erst trägt Opa unseren Gewinner wieder rein. Giggles hat ja verloren. Und da Giggles verloren hat, könnten wir warten, bis es ihr wieder gut geht, aber irgendwie... Naja, doch sollten wir machen. Das erhöht natürlich die Chance, dass sie dabei nicht drauf geht. Weil es kann immer sein, dass wenn die mit dem Skalpell dabei gehen, auf einmal aus Versehen, ups, jetzt habe ich hier geschnitten, da leider am Torso. Und wenn der Torso denn schon reduziert ist, gucken wir mal hier, und da kommt ein harter Schnitt rein, denn zack, ist es schnell vorbei. Ich hatte auch schon Operationen, wo sie aus Versehen den Kopf abgeschnitten haben. Und das ist kein Quatsch. Kann passieren. Ist ein bisschen RNG dabei. Okay, alle schlafen, alles gut. Das hier sind übrigens Kibbel. Die Frage kam auch in der Pause auf. Das ist Tierfutter. Kein Pupuhaufen, wie ihr vielleicht denken mögt. So, unser Gefängnis wird auch langsam zu voll. Das ist... ist zwar super, aber irgendwie... sind das keine wirklich coolen Gefangenen. Ich würde sagen, guck mal, unser Krankenbett hier ist jetzt leider, das hier ist nur normal geworden. Macht nix. Wie ist das Holz hier dunkel und da hell? Ach, hier ist noch unroofed. Wie ist das unroofed? Weiß ich nicht. Hängt damit zusammen, dass das hier direkt an den Berg angrenzt. Gucken wir mal, ob das, was ich gerade vorgenommen habe, dabei hilft. Was machst du? Du trägst das oder konsumiert das? Nee, du trägst... Du gibst das zu essen unseren Gefangenen? Ja, wir müssen wirklich mal aufpassen. Ich meine, Knight hat noch nicht mal angefangen, den Kühlschrank zu bauen. Ne? Ihr fragt euch bestimmt, was war denn mit dem Kühlschrank? Ja, Knight ist halt, hat einfach echt auch viel zu tun. Und mit Knight meine ich Linda. Ich spule mal schnell vor. So. Sollte ja jetzt langsam wieder losgehen mit dem Alltag und dass die Leute da noch ein bisschen vorankommen mit ihren täglichen Aufgaben, wie zum Beispiel Linda mit ihren Bauaufgaben. Lowry fängt schon wieder an zu putzen. Das ist wunderschön. Hier sehe ich gerade die Mauer da. Das war ganz gut, dass die weggebombt wurde. Die gefiel mir eh nicht. Lass uns da mal aber wenigstens... Fußboden verlegen. Wunderbar. Jetzt haben wir seltene Trumbos, die über die... Oh, so, komm, Linda, schnell! Die düsen da gerade lang. Linda steht schnell auf, ist nicht wirklich ausgeschlafen. Doch, ist fast ausgeschlafen. Ihr geht's richtig gut eigentlich. Sie hat nur Hunger. Macht nix. Linda, schnell. Diese Trumbos, die knallen wir ab. Wenn wir noch rechtzeitig kommen... Oh nein. Wir kommen nicht rechtzeitig, aber wir machen das so.
Okay, die sind jetzt böse. Linda, schnell wieder rein. Oh, oh. Linda, geh mal lieber kurz zurück. Ich weiß nicht genau, wie das ausgeht. Die schlagen da jetzt zu dritt auf die Tür ein. Shit. Linda, weißt du was? Knall die ab. Flüchte. Oh, Kurzschluss hier. Ärgerlich. Doofes Timing. Macht nix. Oh shit, wieso steht denn der wieder auf? Ein bisschen blöd, dass die hier draußen rumlaufen, aber Linda regelt das. Was rennt ihr denn jetzt alle hier draußen rum? Seid ihr verrückt, Mensch? Wir haben einen Tromo-Angriff. Die haben uns angegriffen. So war's. Und nicht anders. Ja, haben wir. Der steht auch nicht mehr auf. Alles ist gut. Wir haben gerade vier Trombos umgemäht. Die sind tot. Wir sollten schnell die Tür da oben, das dürfen wir nicht vergessen, einbauen. Linda, wenn du dich da vielleicht mit Priorität drum kümmern könntest, wäre das mega gut. Ich weiß, du hast Hunger. Aber das ist egal. Mach das mal bitte. Und ansonsten, der Rest kümmert sich hier ums Feuer. So, Batterien hat das kurz entleert, dieser Kurzschluss. Das macht aber nichts. Wir haben mehr als genug noch vorrätig. Und da, hier ist nicht mal was kaputt gegangen bei diesem Kurzschluss. Es hat nur kurz gebrannt. Alles gut. Also, bitte tragt die Leute rein. Alles gut. Was ist mit den Dinos hier oben eigentlich? Die liegen da auch noch brach. In einem Tag verkommen die, ja? Wir müssen die Leichen weiter. Rivas, du sollst lieber hacken. Wie viele Bugs sind denn das noch? Ach, guck mal, einer ist schon hier am Verrotten. Wir, nur einer, krass. Nicht schlecht. Wo bringst du den hin? Du bringst den... Ah, hier raus. Auch nicht schlecht. Gut, gut, gut. Guck mal, Rivas macht Platz im Kühlschrank. Das seht ihr. Das funktioniert ganz gut. Wir haben Autodoor erforscht. Dann machen wir weiter mit unendlich Strom. Opa bringt den Kram raus. Omar schneidet dem Trombo die Kehle durch. Linda tut dasselbe. Und Lori putzt das Blut. Tür ist gebaut. Linda zieht ein Dach hoch. Drogen werden produziert. Wieso macht... Wo ist denn Rivas? Was butcherst du denn, wenn du so weit da unten bist? Okay, Rivas butschert die kleinen Küken.
Kümmert sich Linda bald mal um den Kühlschrank? Nee, Linda kümmert sich um Giggles. Sieht gut aus. Wie war's? Wo bist du jetzt schon wieder hin? Du sollst doch den Kühlschrank leer räumen. Ach, okay. Wie was bringt den Kram hier unten hin, weil wirklich kein Platz mehr ist? Ach herrje, okay, wir haben wirklich keinen Platz mehr. Dann machen wir Folgendes, das was ihr gesagt hattet. Nee, wir machen das ist wirklich so, wir bauen schon mal den Kühlschrank auf. Linda baut jetzt erst hier. Nee, okay, alles klar. Wir lassen uns mal... Okay, vielleicht geht ein bisschen Fleisch verloren. Also hier. Kühl, kühl, kühl. Neuer Kühlschrank. Ah, die Farbe gefällt mir nicht. Rot doch nicht für den Kühlschrank. Wie wär's mit... Nee. Was... Ja, was Blaues, Kaltes. So, dann nehmen wir hier die Einstellung von unserem alten Kühlschrank und kopieren die einfach rüber. Das hätten wir. Überprüfen das nochmal. Jawohl. Was schlachtet weiter und die Trombos werden schon reingetragen. Okay, der Plan funktioniert soweit. Wir sollten die bionischen Sachen da jetzt nochmal rausnehmen. Das läuft unter. Body Parts, Artificial, Bionics und Advanced Bionics. Okay, die nehme ich mal raus. Wir verlegen auch ein bisschen Strom hier. Linda regelt das. Linda macht das schon recht fix. Ich bin ein bisschen stolz auf Linda. Wir bauen noch eine Autodoor und zwar aus... Woraus machen wir die? Machen wir aus Slate. Oder machen wir die aus... Wir machen die aus Granit. Eine Granit-Autodoor. Kommt hier hin. Was ärgerlich ist, wenn die dann den Weg hier mal lang nutzen, anstelle durch die Küche zu gehen. Ich will eigentlich nicht, dass sie durch den Kühlschrank laufen, aber okay. Stellen wir schon mal die Temperatur ein auf minus 7 Grad, wie immer. Haben wir hier. Minus 7 Grad hier. Linda, bau den letzten. Gut, minus 7 Grad hier.
eingestellt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Guck mal, die Dinos werden reingetragen, bevor sie verderben. Das ist wunderbar. Und ich reiß das hier erst ab, wenn wir die ganzen Kühlschrank-Sachen verlegt haben. Das läuft nämlich gerade schon. Ihr seht das, funktioniert astrein. Die Wand wird jetzt hochgezogen. Alles gut. Jetzt fängt an, ein bisschen Insektenfleisch wegzurotten. Wir müssen die Terrier Area dann auch anpassen. Die können wir jetzt einmal... Ah, die ist auch noch auf Unrestricted. Okay, Kühlschrank ist fertig. Jetzt noch die Stromleitung, Linda. Und die... Ja, gut, mach die Tür zuerst. Temperatur hier drin aktuell 15 Grad. Aber ihr seht, wie das alles hier seinen Lauf nimmt. Das ist astrein. Ich würde Linda einmal kurz gerne den Strom hier runterziehen lassen, die Tür fertig bauen. Die Hunde tragen jetzt auch schnell noch das Insektenfleisch in den Kühlschrank, bevor das verrottet. Das klappt ganz gut. Schon wieder ein Steak gerettet. Linda? Linda füttert die Leute jetzt erstmal. Na gut. Wer hat jetzt schon wieder Geburtstag? Was, schon wieder? Nur weil du so schnell alt bist, heißt das, dass du jeden Tag Geburtstag hast, oder was? Nee, so haben wir aber nicht gewettet. Das ist aber Cheaten. Hat Rapid Aging und behauptet jetzt jeden Tag Geburtstag zu haben, oder was? Du, ich weiß nicht, wenn wir das jetzt alles sofort schlachten, ob nicht sofort unser Kühlschrank wieder voll ist. Na, gucken wir mal. Wisst ihr was, wir müssen Rocaine. Hat ja eine Lebenserwartung von 80 und ist jetzt schon 89. Wir müssen Rocaine, glaube ich, schnell mal auseinanderbauen. Und wir müssen ganz kurz das butschern, ganz ehrlich. Die ganzen Dinosaurier, das müssen wir, ich will jetzt die Leichen einmal weg haben. Wir müssen einmal butschern kurz tweaken. Und zwar Animal Corpses kurz raus, Human Corpses rein. Und vielleicht höchst, nee, komm, lassen wir so. Dann sagen wir hier, Rocaine, du stirbst uns sonst weg und hast uns keinen Nutzen gebracht. Wir brauchen deine rechte Lunge. Ne, wobei eine linke Lunge fehlt uns noch eigentlich. Wir gucken mal, ob wir das austauschen. Ich mach's einfach mal. Also, linke Lunge. Wobei, wir fangen an mit... Wir müssen hier gucken. Die eine Kidney ist ja schon beschädigt. Die linke Kidney ist leicht beschädigt. Deswegen nehmen wir die rechte, ist ja klar. Rechte Kidney. Und linke Lunge. Und dann haben wir nur noch die Wahl. Können wir die Leber oder das Herz? Und wir nehmen mal die Leber. Einfach so, weil uns danach ist. Und das Ganze bitte auch hier in diesem Bett. Für erhöhte... Übrigens hier noch schön Überwachungsbildschirme rein. Für erhöhte Erfolgschance. Dazu machen wir das hier non-medical und dann dürften die eigentlich rüber transferiert werden. So. Rocaine ist immer noch high wegen Luciferium, deswegen kann sie eigentlich auch gar nicht stehen. Nee, sie ist quasi bewusstlos noch aufgrund der Drogenüberdosis. Multitoxigen hat sie da ihre letzten Tage verbracht. Linda schläft jetzt. Linda, kannst du nicht einmal wenigstens kurz die Tür fertig machen? Das ist der Kühlschrank. Du kannst doch nicht die Tür offen lassen. Das kleine Stückchen noch. Calypso ist schwanger übrigens, unser Hund. Das ist eine schöne Nachricht.
Oh, Linda, du brauchst aber ganz schön lang für diese Autotür. Dafür, dass du unser Cyborg bist. Und dann darfst du schlafen gehen. Jawohl. So. Temperatur sollte rapide fallen. Minus 7 Grad wollen wir haben. Ast rein. Und jetzt werden auch die letzten Dinosaurier eingetragen. Die werden ja hier fast... Haben wir Glück gehabt. Haben wir gerade noch reingekriegt. Das bisschen Insektenfleisch, was uns hier verrottet, das ist egal. Das ist jetzt auch nur noch das bisschen da. Da ist noch ein bisschen... Nee, das ist Silber. Nee, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile weggerottet. Das waren vielleicht 2 Steaks, nichts Schlimmes. Wir haben ja hier haufenweise Insektenfleisch. Seht ihr hier, 627. Das ist mehr als genug. Und, wir löschen diesen Kühlraum. Ja, so sieht's aus. Ich bin mal vor, weil Nacht ist. Rocaine wird morgen hoffentlich operiert. Die Leute, wenn sie aufstehen, sollten ja nichts anderes zu tun haben. Es ist ja wirklich eigentlich wieder alles in Butter. Jetzt, wo der Kühlschrank fertig ist, können wir auch Linda wieder sagen, dass sie kurz einmal den Kram hier wieder finalisieren soll. Vielleicht sind Holztüren nicht die beste Wahl fürs Gefängnis. Da switchen wir um auf Granittüren. So, ich spule die Nacht durch. Alles gut. Die Hunde schlafen im Kühlschrank. Die brauchen auch wieder neue Schlafplätze, ne? Außerdem haben wir gesagt, das hier muss weg. Geh mal zur Seite. Das muss auch mal kurz zur Seite. Das bauen wir alles um. Das stellen wir nur kurz hier, damit wir das umbauen können. Dann kommt das wieder rein. Und kümmern, was wollten wir? Wir haben gewartet, dass sich jemand um Rocaine kümmert. Wieso tut das keiner? Naja, schlafen noch viele. Ist halt auch noch 6 Uhr morgens. Völlig verständlich. Lowry kümmert sich wirklich ausgezeichnet um den Zustand der Basis, muss man mal sagen. Die Sauberkeit. Die lässt wirklich keine Wünsche offen. Das ist astrein. Rivas soll eigentlich schlachten. Prügelt aber auf den Schlachtertisch ein. Kann man mal machen. Nee, auf unser Trumbo-Fur. Ey, das ist wertvoll. Wie was? Was soll das denn? Bist du danach wenigstens wieder gut drauf? Ich hasse Trombos. Na gut, okay. Danach ist sie gut drauf. Läuft. Okay, ich spule mal. Wir gucken uns das Ganze an. Nein, die haben das direkt neu gesät. Das ist ein bisschen dumm, sehe ich gerade. Wir müssen erst einmal alle Pflanzen cutten. Um diese Pflanzenkrankheit hier loszuwerden, die vererbt sich sonst immer,
Und dann sehen wir neu an. So, okay. Oh, hier geht einiges. Seht ihr das? Das Essen wird rübergetragen. Der neue Kühlschrank. Ich ärgere mich übrigens gerade, dass ich den sogar nicht nach hier noch erweitert habe. Rocaine liegt im richtigen Bett. Hat 3 Operationen vor sich. Kann es sein, dass wir für diese Operation bessere Medizin benötigen? Ich glaube schon. Deswegen kümmert sich da wahrscheinlich keiner drum. Und wahrscheinlich sagt ihr das auch schon im Chat. So, wir gucken uns das jetzt mal an. Hier ist ja ein schönes Gewusel. Was sagt der Chat? Rocaine, nee, wurde noch nicht operiert. Sie wurde jetzt umtransferiert auf eine neue, in die neue OP-Station. Ich soll beide Kühlschränke behalten. Wisst ihr was? Das ist gar keine doofe Idee eigentlich. Weil wir haben halt... Wie, falsche Tür im Kühlschrank? Ist das nicht eine Autodoor? Ja, das ist keine Autodoor, ich Idiot. Ja, danke für den Tipp. Ich hab's gerade geändert. Genau, nämlich einen Kühlschrank für Leichen und einen für Essen. Das machen wir jetzt. Weil die Leute ja immer schlechte Laune kriegen, wenn sie in den Kühlschrank gehen und da liegen so viele Leichen rum. Ich meine, man sieht das auch hier von der Schön. Das ist auch nicht schön, wenn wir mal hier gucken. Hier die Zahl minus 50 für jede Leiche. Das ist nicht schön. Gar nicht schön. Das machen wir so. Also, zack, Zone. Stockpile Zone. Hierhin. Doch nicht. Was ist immer mit den Farben? Gefällt mir nicht. Andere Farbe, bitte. Jawohl, was Kaltes, Blaues. Und zwar kommt hier rein. Hier kommt rein. Nur Leichen. Und zwar Tier- sowie Menschenleichen. Mehr nicht, oder? Und das Ganze jetzt... auf Preferred, beziehungsweise wir können es auf Important machen, dann müssen wir hier nichts mehr umstellen. Alles klar, jetzt tragen Sie das wieder zurück. Okay, okay, Kommando zurück, ihr Vollidioten. Da wird jetzt endlich erst das Ding, was wir vor einer Stunde geordert haben, hingebracht. Übrigens eine normale Skulptur nur. Linda, was machst du als nächstes? Du wirst schon gebraucht. Jetzt isst du erstmal was. Trag die Küche mal wieder durch die Gegend, bitte, ja? Okay, die Leute mögen uns gar nicht, weil wir hier gerade eine Lunge ausgebaut haben. Wir haben es fast verpasst. Philipp kümmert sich hier um die OP und hat schon 2 OPs durchgeführt. Die Lunge und die Niere sind draußen. Jetzt, und das Ganze ist auch perfekt. Hat richtig gut funktioniert. Rocaine geht's immer noch mega gut. Vielleicht schaffen wir es ja sogar nach der Leber nochmal kurz ihr Herz rauszunehmen. Wir stellen es einfach mal ein, ob es klappt, ist eine andere Sache. Wer kümmert sich da drum als nächstes? Hat irgendwer Zeit? Linda macht ihren Job. Sehr gut. So, ist nach dem Transport die Einstellung beigeblieben? Ja, wunderbar. So, jetzt stellen wir noch mal kurz die Terrier Area ein. Und zwar... die sollen nicht an Leichen knabbern. Und auch nicht hier an dem Kühlschrank. Da sollen, haben die jetzt auch nichts mehr zu suchen. Okay. Ihr macht Hundearbeiten. Das gehört jetzt nicht mehr dazu.
Außerdem hatten wir ja hier, was ist denn mit den Chicken-Eiern? Sind die schon geschlüpft, bevor wir die eingesammelt haben? Ja, Tatsache. Oh nein. Guck mal. Aber hier sind neue. Okay, Rocaine ist gerade draufgegangen, nachdem wir ihr die Leber rausgenommen haben. Macht nichts, essen wir sie. Was mit Giggles? Giggles wollten wir ja jetzt auch essen. Oh. Giggles hat aber einige Optionen zu bieten. Aber nichts Wichtiges. Wir nehmen das gleich. Diesmal die rechte Lunge, davon haben wir noch keine. Die rechte Niere. Ist egal welche. Und dann das Herz. Okay. Mein Essen wird warm. Ja, ich weiß. Sorry, weiß ich nicht. Danke für den Tipp. Autodor. Granit Autodor. Danke. Was macht Linda? Linda hat gerade das. Guck mal, was hier Schönes liegt. Das ist aber interessant. 6 Komponenten. Die Linda hier unten mal kurz. Sehr gut, sehr gut. Und guck mal hier, wie sind die denn gestorben? Das Frettchen hat sich mit einem Leopard. Oh ja, Leo. Oh, beide hier von einem Leopard gerissen worden. Schildkröte, da ist er. Da ist er. Bisschen Blut verloren. Der Leopard. So, Giggles wird dann hoffentlich auch auf die Krankenstation verlegt. Wir müssten Giggles dann... Vielleicht sollten wir Giggles vorher nochmal ausziehen. Das hätten wir auch hier machen können. Was haben wir verloren? Ach, nix. Pillepalle. Giggles wird verlegt, vorher ausgezogen, alles klar. Weiter geht's. Die Leute könnten jetzt unter Umständen schlechte Laune kriegen, weil das Entnehmen der Organe natürlich so ein bisschen aufs Gemüt schlägt. Deswegen ballen wir das Ganze jetzt hier. Jeden Tag eine OP. Und wo wir dabei sind, ganz ehrlich, nehmen wir die auch aus. Weil das mit den Kämpfen hier, das ist zwar ganz lustig, aber die Leute haben jetzt lang genug gekämpft. Und die sind ja, haben wir ja gesagt, ein bisschen verbraucht. Die nächsten Gefangenen dürfen wieder kämpfen. Wir nehmen die jetzt auseinander. Dazu haben wir ja diese schöne Krankenstation auch gebaut. Mein Essen wird warm, Mann. So ein Mist. Wie kalt ist es denn hier? Es ist trotzdem -7 Grad, wenn ihr das mal kurz seht. Es ist draußen nämlich so kalt, dass das jetzt gerade gar keinen Unterschied macht. Mit der Tür. Hab keine Angst. Aber das bedeutet, wir sollten vielleicht bald mal ein paar Heizkörper hier reinsetzen, ha? Machen wir gleich. Wenn Linda die Tür da reingesetzt hat. Wer operiert denn jetzt Giggles hier? Seid ihr doof? Dazu gehört sie in OP. Das ist doch kein OP-Bett hier. Rivas, was soll das? Aber interessant, dass du das... Sag mal, macht Rivas das ohne... Rivas macht das ohne Medizin. Dann nimmt sie jetzt die Lunge. Okay. Gucken wir mal. Im Schlaf, genau. Wie das Gefangenenbett im Krankenhaus ist nicht frei. Das Gefangenenbett im Krankenhaus ist frei, denn eine Leiche, die im Bett liegt, heißt nicht, dass das Bett leer ist. Ich habe schon oft genug Kolonisten mit Leichen im Bett schlafen sehen. Aber vielleicht hast du recht, wir haben sie das geändert. Wir können ja auch, pass auf, wir machen das so. Hier links ist die Gefangenenseite, okay? Jetzt ist definitiv was frei. Wer hat Malaria? Toni nur. Ach, kein Problem. Wisst ihr was? Oh, Toni ist kalt. Toni, du... Pff, na gut, behandeln wir. Die Leute stehen auf.
Warte mal ganz kurz. Oh ja, da steht es. Rivas hat katastrophal gefailt bei der Operation und einen richtig harten Cut in den Torso zugefügt. Was natürlich auch logisch ist bei so einer Lungentransplantation. Die rechte Lunge wurde dabei gecrushed. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach die linke. Giggles, du musst jetzt wieder mal kurz, wir wollen dich ja nicht verfeuern. Das musst du jetzt mal kurz durchheilen. Alles klar? Also, zieht Giggles aus und bringt sie auf die Krankenstation. Linda hingegen isst erstmal was und baut dann hoffentlich die Tür ein. Linda mampft was. Linda kümmert sich um Toni. Rivas verarztet jetzt Giggles. Linda dekonstruiert jetzt erstmal hier unten. Na gut. Nimm bloß nicht doch. Linda nimmt sogar was mit. Und baut die Tür endlich. Na gut. Linda holt die Komponenten, bringt sie zur Tür. Isst jetzt erstmal was, beziehungsweise füttert Toni mit rohem Fleisch. Und jetzt baut sie die Tür. Mann, das zieht sich aber manchmal, ne? So, wunderbar. Und jetzt hat Linda endlich nichts zu tun. Das sehen wir daran, dass sie die Basis repariert. Das ist auch soweit ganz gut. Aber eine Sache wollte ich Linda noch... Ach ja, Linda, weißt du was? Die Temperatur in der Basis ist jetzt gerade ziemlich gering. Lass uns mal bitte... Wir tun hier überall... Hier kommen Vents rein. Also Belüftung. In unsere Schlafräume. Auch in die Krankenstation, weil manchmal liegen da nackte Leute. So. Und dann bauen wir Heater. Dann wird geheizt. Wo tun wir die Heater hin? Hört ihr das? Gerade ein bisschen laut auf dem Flur. Da hat jemand nämlich nicht abgewaschen in der Küche. Da ist gerade mega Tramtam. Uiuiui. Wenn ich das richtig verstanden habe, der Nils. Oh. So, wir bauen weiter die Heater. Oma hat ein bisschen aufs Bett eingeprügelt, das hat noch keiner repariert. Was macht Linda? Wieso kümmert sie sich nicht drum? Doch, Linda kümmert sich drum. Sieht eigentlich gut aus. Come on, läuft, oder? Oh ja, Linda baut das. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach herrje, guck mal, hier haben wir wohl irgendwie Mist gebaut. Weil hier keine Tür drin ist. Ach, okay. Ah, das ist dein Krank... Ah, das Gefangenen. Okay. Ist klar. Ich habe eh überlegt, ob wir hier noch eine Tür hinbauen, weil das ja Gefangenenzone ist. Hier so eine extra Tür wäre nicht schlecht. Aber dann wäre es mit dem Heizen. Ich will das hier ja mitheizen. Und hier brauchen wir keine Vents, weil das wird ja von mehreren Seiten mitgeheizt. Wir gucken uns gleich mal die Temperaturveränderung an. Das wird äußerst interessant. Und zwar, wo setzen wir die Heater hin? Haben wir uns immer noch nicht entschieden. Ah,
Ja, habt ihr Ideen? So viele Möglichkeiten. Ich will das aber hübsch haben. Was sagt ihr? Oben zu den Hunden, sagt Felix. Lass die Heater weg, die brauche ich nicht. Na doch. Guck mal, jetzt ist uns die Leber weggerottet. Wieso ist denn die Leber... Ach so, weil die Leute haben genug zu tun. Die Leber war jetzt nicht Priorität. Da müssen wir natürlich aufpassen, ne? Also, okay, die Leber haben wir direkt wieder verloren. Das ist ein bisschen ärgerlich. Zack, da kommt die Drogenproduktion hin. Kurz umbauen, wir müssen ja das wieder reinbringen. Machen wir nebenbei. Aber Linda ist ja immer noch beschäftigt mit ihrem Bauprojekt hier. Es dauert ein bisschen, weil sie das alles einzeln macht und trägt das dann rüber. Zu den Hunden wollt ihr die Heater tun, ne? Wollen wir das machen? Ich meine, hier wäre auch ein bisschen sexy, ne? Wenn wir hier so einen Heaterraum hätten. Was sagt denn der Strom? Ist der schon bis da verlegt? Fast. Ich habe mich noch nicht so richtig entschieden. Weil ich will doch nicht die Heater zu den Tieren. Das ist doch auch irgendwie, das passt doch nicht. Unsere Heizaggregate, die kommen vielleicht. Pass auf, ich tue die hier hin. Und zwar machen wir das so. Was ist das für... Das ist Granit. Deswegen machen wir die Wände auch nochmal schön. Ach Quatsch, die kann man auch anders schön machen, oder? Ja, die können wir auch so schön machen. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Ich baue hier einen Raum. Erstmal dekonstruieren wir das. Dann bauen wir das Ganze hier schön... Dass es symmetrisch ist. Granitmauer. Okay. Das hier kann ich noch nicht, sonst, ne? Ihr wisst schon Bescheid. Linda ist dabei, alles gut. Macht jetzt erstmal Pause, ist ja auch in Ordnung. Damit ich es nicht vergesse, setze ich das schon mal rein, weil unsere Zeit läuft langsam dem Ende entgegen. Hier stelle ich schon mal zwei Heater rein, dann vergessen wir das nicht, alles gut. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal die Temperatur an, dass wir die ein bisschen grünlicher kriegen. Jetzt hier durch den Winter, es ist nämlich Dezember und das tut nicht Not. Wir haben jetzt bald genug Strom, unser unendlich Strom. Und falls ihr euch fragt, was ich damit meine, ich meine den Laser Steam Geysir Drill, den wir durch eine Mod haben. Der ist bald erforscht. Und dann haben wir da eh keine Probleme mehr stromtechnisch. Und das sieht gut aus. Das war eine ziemlich interessante Runde. Wir hatten einen fetten Bug-Angriff. Und sind eigentlich immer noch am Kämpfen hier, ne? Also, beziehungsweise sind noch viele Aufgaben offen. Es ist noch nicht Alltag. Hier liegt auch noch Kram rum. Das Fleisch muss eigentlich rüber. Die Drogen gehören eigentlich auch hier rüber. Also die Leute haben noch viel zu tun. Außerdem lebt Giggles noch. Die muss sich kurz erholen. Wenn ich das hier wegmache und nicht vor Prisoners, dann wird sie, glaube ich, rübergetragen und dann holt sie sich schneller hier in den speziellen Gefangenenkrankenbetten. So sieht's aus. Noch ein kleiner Übersichtsshot unserer Basis. Das ist sie. Einer weniger, nämlich Giggles. Aber dafür den alten Johnny. Der ist eh viel besser. Nun gut, ich drücke auf Pause. Das war's für heute. Ich verabschiede mich von Part, von Getelin, Lainey Frost, Imbiss Booty, Easy Chris, Felix, Rosenberg, Gargoyle, Experience 6 und wie ihr alle heißt. Danke euch, dass ihr dabei wart. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.